Hallo und herzlich willkommen zu meinem Einkauf vom 3.11.2023. Wir fangen auch schon an mit Gönnergy. Es gab ja diese Aktion, dass du ein Autogramm vom Mod hätte kriegen können auf den Gönnergys. Ist hier leider nicht drauf. Ich dachte, ich kaufe einfach mal drei, weil ich hatte erst zwei. Jetzt habe ich alle drei. Jetzt kann ich die einmal mal testen. Kann sagen, ja, keine Ahnung was. Mal schauen, mal gucken. So, ich habe auf jeden Fall drei Gönnergy. Ich habe mir auf jeden Fall drei Gönnergy gegönnt. Gönnergy! Dann habe ich mir Buttergemüse geholt. Ich mache jetzt Buttergemüse, mache ich zum Beispiel auch mit Nudeln, mache ich mir das mit Dinkelnudeln. Die Dinkelnudeln sind hier auch irgendwo. Da habe ich mir auf jeden Fall auch welche geholt. Warte, hier sind auf jeden Fall Dinkelnudeln. Bam, schöne Dinkelnudeln von ja auf jeden Fall. War natürlich wieder bei Rewe. Yay, die habe ich auf jeden Fall auch mit dabei geholt, weil Dinkelnudeln koche ich halt einen Tag vor, esse die dann und dann das schön noch mit Gemüse oder so. Das ist wirklich gut, das schmeckt gut und dabei kann ich auch ein bisschen abnehmen. Das ist schon mal sehr gut. Heute ist Freitag, das ist ein kleiner Cheat Day, deswegen habe ich mir auch noch eine Pepsi besorgt. Ich stehe auf die Pepsi, ich finde Pepsi geil, von daher eine kleine Pepsi. Jo, rein da. Morgen gibt es Spinat mit Fischstäbchen. Yay. Schön Rahmspinat, schön Fischstäbchen. Da habe ich auf jeden Fall Freude dran. Das werde ich mir morgen auf jeden Fall zu essen machen. Am Samstag. Heute wird es ein bisschen schneller gehen. Wie gesagt, habe ich auch so einen kleinen Cheat Day. Deswegen werde ich mir heute eine schöne Thunfischpizza auf jeden Fall machen. Da habe ich auch Lust zu. Käse habe ich mir natürlich auch schon dafür geholt. Übrigens hat mir der Nico erzählt, dass er Käseexperte ist. Von daher wird er gleich bestimmt noch was Gutes zu dem Käse, den ich gleich noch zeigen will, bezüglich Käse auf der Pizza. Weiß er bestimmt auch schon was, weil er ist ja Käseexperte. Da freuen wir uns schon alle drauf für die Kommentare. Zum Backen habe ich mir den guten Quark geholt von ja. Einfach mal so 250 Gramm, das ist gut. Brauche ich für mein Brot backen, dann nehme ich ja noch immer Haferkleie dazu, beziehungsweise noch 4 Eier. Und dann, ja, Quark, ein bisschen Salz, Backpulver und let's go. Als nächstes gab es ein Angebot für 35 Cent Joghurt mit der Ecke, habe ich mir 4 von geholt. 2 zeige ich dir, weil die anderen nur bis sind auch alle doppelt, aber ja, Joghurt mit der Ecke. Ich finde, manchmal kann man die essen, nicht immer, aber manchmal gehen die auf jeden Fall. Clementine habe ich mir auch wieder besorgt, schöne, leckere Clementine. Yay, 1 Kilo, ich mag die. Ich finde auch geil, wenn die ganzen Kisten da wieder zugibt, wenn es wieder Kisten Clementine oder auch Mandarinen gibt, ich bin voll dabei. Weiße Nippons gibt es bei Rewe und ich hole die mir manchmal, ich mag die, weil die sind auch so Limited Edition. Oh, ich finde die einfach geil. Könnte ich mich gefühlt reinsetzen, darf ich leider nicht, aber ich würde es gerne. Tomaten. Ja, ich habe mir Tomaten gekauft. Das sind meine Tomaten. Tomaten! Für den Käseexperten Nico Käse gekauft. Käse! Kannst du mir sagen, was das für ein schöner Käse ist? Yay. Und für Nico, den Wurstexperten, habe ich sogar Wurst gekauft. Du kannst mir erzählen, was für eine schöne Wurst ist. Dinkel Doppelkeks habe ich mir auch gegönnt. Finde ich schön, finde ich nice, habe ich Bock drauf. Yay, ich liebe Doppelkekse. Aber beziehungsweise auch die Dinkel, die sind so geil. Die sind so wirklich so nachmittags so schön, die so ein, zwei Doppelkekse mit Dinkel. Schön mit dem Cappuccino und auch mit dem Kaffee geht auch so schön so eine Zwischenmahlzeit. Die sind einfach geil. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und für Sigi, den Chips-Experten, habe ich hier Soul Cream mit Onion geholt. Von Lay's. Die gab es, glaube ich, im Angebot. Die haben, glaube ich, irgendwie roundabout, lass mich überlegen. Ich glaube, ein bisschen mehr als 1 Euro gekostet. Von daher dachte ich mir, ja, nimmst du mal mit. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Und für Sigi natürlich den Chips-Experten habe ich hier noch salzige Quan-Chips geholt. Die sind, denke ich mal, auch halt, ja, ich denke mal, für nebenbei so ein bisschen, so mich da, sich mal so damit so berauschen lassen. Wenn man wirklich mal Bock hat auf Chips so, warum nicht? Manchmal sind Chips gar nicht mal so verkehrt. Besser als irgendwas Süßes. Von daher lieber mal einmal mehr zur Chips-Tüte greifen, als einmal mehr sich eine ganze Tafel Schokolade reinballern. So, das war der Einkauf von mir. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Sagt euch schon, Deck der Wolle. Tschüss.